Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf Kerstins Küchentraum. Ich habe heute einen richtig leckeren Caipirinha Eistee für euch. Das Ganze ist super schnell und einfach zubereitet. Es ist kein Hexenwerk dabei, schmeckt super, super lecker, ist mega erfrischend, richtig toll für den Sommer, richtig frisch und spritzig. Und das ganze Video ist Teil einer tollen Kooperation, und zwar der Eisteewoche. Das Ganze wurde vom lieben Pascal von senfdazu.net ins Leben gerufen. Euch erwarten in dieser Woche richtig tolle und leckere Rezepte. Gestern ging das Ganze schon los und es geht natürlich noch weiter bis zum Freitag. Erwarten euch jeden Tag zwei wundervolle Videos. Am Ende zeige ich euch natürlich, wer morgen noch dran ist und was es für Leckereien gibt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Macht's gut, ihr Lieben. So, dann fangen wir mal an, uns den Tee zu kochen. Und zwar habe ich hier einen weißen Tee verwendet, weil ich den von der Farbe her einfach am schönsten finde. Meiner hat jetzt den Geschmack Mango-Zitrone. Ich finde, das passt super gut dazu. Ihr könntet aber auch einfach einen Pfefferminztee nehmen, den ihr nur kurz durchziehen lässt. Oder einfach einen Tee eurer Wahl. Ihr könnt da wirklich variieren. Ich nehme jetzt drei Teebeutel, und da ich das Ganze in einer Karaffe mache und mir das Ganze sonst in die Karaffe rutschen würde, binde ich mir das Ganze einfach um eine Gabel. Die kann ich nämlich oben drüber hängen und dann bleibt das Ganze auch da, wo es hin soll. Und ich kann es nachher richtig schön einfach rausziehen. Ich werde das Ganze jetzt einfach mit heißem Wasser übergießen, 2 Minuten ziehen lassen und dann die Teebeutel entfernen. Mit mir ist heute übrigens die liebe Xenia dran, die liebe Nia Latea. Ihren Kanal findet ihr sowie die anderen Kanäle einmal unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall auch diese leckeren Rezepte der anderen an. Richtig tolle Sachen dabei. Ich setze euch übrigens als Infocard einmal die Playlist. Da seht ihr dann ganz einfach alle Videos und alle leckeren Rezepte und könnt euch da ganz einfach durchklicken und euch das Ganze einmal anschauen. Jetzt kommen wir auch schon zu dem schwierigen Teil sozusagen. Und zwar müsst ihr einfach nur die Limetten vierteln. Und ich wollte erst 3 Limetten pro Glas nehmen, habe dann aber gemerkt, dass 2 Limetten doch völlig ausreichend sind. Und habe mir jetzt einfach meine Gläser genommen, schön mit Deckel, die finde ich richtig super, und dem Strohhalm schon drin. Die sind nämlich toll, gerade auch für draußen im Sommer. Wenn die Bienchen kommen, dann habt ihr da nicht die Gefahr, dass euch die Bienen irgendwie in euer Getränk fliegen. Deswegen finde ich die wirklich super dafür. Die teile ich mir jetzt einfach in die Gläser auf. Und dazu kommen dann jetzt einfach noch ganz einfach 2 Esslöffel braunen Zucker. Ihr könnt natürlich auch weniger oder mehr nehmen. Wir haben aber den Tee natürlich nicht gesüßt. Und ihr müsst bedenken, dass die Limetten natürlich auch so eine gewisse Säure haben. Also ich persönlich fand 2 Teelöffel wirklich perfekt. So war es noch schön spritzig. Mein Mann allerdings hätte wiederum mehr Zucker gerne drin gehabt. Für ihn war das ein bisschen zu säuerlich. Aber wie gesagt, ich mag es eher so ein bisschen spritzig und frisch lieber. Ja, jetzt nehme ich mir einfach hier so einen Stößel, der speziell eigentlich für Caipirinha ist, und zerdrücke mir die Limetten ein bisschen, dass einfach schön der Saft da rauskommt, damit das natürlich auch richtig lecker schmeckt nachher, wenn wir den Tee drauf geben. Und weil das Ganze natürlich ein Eistee ist, darf natürlich auch richtig schönes Crushed Eis nicht fehlen. Das gebe ich mir jetzt einfach dazu, und dann kann auch schon unser richtig schön abgekühlter, kalter Tee darüber gegossen werden. Also ich habe den Tee übrigens morgens gekocht, habe ihn abkühlen lassen, in den Kühlschrank gestellt und habe nachmittags die Eistee gemacht. Super, super lecker, sage ich euch. Ihr seht einfach eine richtig tolle Farbe. Sie sehen aus wie echte Caipirinha, enthalten keinen Alkohol, also auch perfekt für Kinder und super, super lecker. Das war es dann auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass es der ein oder andere mal ausprobiert. Und wenn ihr das macht, dann schickt mir doch einfach ein Foto auf Kerstins Küchentraum. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Und morgen geht es dann weiter mit 2 richtig tollen Videos von der lieben Verena von Backlounge und von der lieben Annette von Annettes Backstübchen. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß. Schaut auf jeden Fall vorbei und lasst denen ein Abo da. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!